Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Craft the World. Ja, letztes Mal haben wir uns ein bisschen hier runtergegraben und haben diesen, Drachen gefunden, sag ich mal so, mit seinem Drachenei. Ja, und, ja, das interessiert mich eigentlich jetzt erstmal nicht, weil ich möchte ja hier noch ein bisschen weiter runtergraben. Und ich war ja letztes Mal auch irgendwie ein bisschen verwirrt, weil hab gedacht, dass hier dieses Schwefel Gold wäre, aber es ist ja gar nicht. Das ist ein bisschen komisch gewesen in diesem Falle. Guck mal, jetzt habe ich hier nämlich, genau, ich habe Schwefel hier drin. Von Sprengstoff, okay. Ah, dann kann ich mir hier solche Waffen machen, ne? Dann kann ich bestimmt so TNT-mäßig irgendwie, Minecraft, irgendwie sowas machen. Naja, mal gucken. Da kommen wir aber, denke ich mal, noch hin. Neue Leitern wollte ich noch machen, damit wir hier noch besser runterkommen. So, hier wollten wir noch mal ein bisschen was hinsetzen. So, perfekt. So, hier kann dann noch mal das Eisenerz. Was machen die denn da oben? Machen die gar nichts mehr? Ach doch, hier sind... Oh nein, Ratten sind gespawnt und dadurch sind jetzt die ganzen Sachen weg, die wir hier auf die Tische raufgepackt haben. Also es lohnt sich anscheinend noch nicht so wirklich da Essen raufzulegen, weil jedes Mal die Ratten kommen halt. Das ist noch so ein bisschen schade. So, ja genau, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Weizen. Hab gerade mal nochmal den Ton ein bisschen hochgestellt von dem Spiel. Habt ihr wahrscheinlich ein bisschen noch mitgekriegt. So, ja, wir bauen uns auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach unten. Aber hier ist irgendwie nichts Interessantes in diesem Höhlenaufgang. Oh, da geht's weiter. Perfekt. Sching, sching. Okay, oh, da ist irgendwie ein Spinnennest. Okay. Ach so, ja genau, ich hatte ja letzte Folge schon angekündigt gehabt, dass hier Monster kommen. Da machen wir mal so, dass die jetzt alle im Haus sein müssen. Weil dann können wir das nämlich, das ganze Haus um einiges besser verteidigen. So, jetzt stehen sie da alle schön in der Reihe. So, die können auf jeden Fall hier mal Wasser sammeln. In der Zwischenzeit, warum auch immer wieder hier alles voller Wasser steht. So, die kommen von dort oben. Okay. Wie schnell die runterfliegen. Lol. Sie ist so ganz, ganz langsam und dann wumm. Da sind sie. So. Die stehen hier irgendwie alle rum. So, jetzt können sie hier mal alle rausgehen. Jetzt stehen sie nämlich alle in Sicherheit. Dann können sie nämlich alle da schön angucken. Aber irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz. Ich muss mir noch eine bessere Verteidigungsstrategie ausdenken. Weil das gefällt mir noch nicht so ganz. So, ja, die sind alle... Oh, shit. War vielleicht keine gute Idee, dass der den angreift. Nein, ich will das wieder wegmachen. Lass mich das wegmachen. Okay. Nö, nö. Ja, die haben wohl keinen Bock mehr zu kämpfen, weil die zu wenig Leben haben. Guck mal, der Zwerg ist richtig schlau wieder, ne? Der läuft erst hin, wenn, wenn das sozusagen, wenn die auf diese Verteidigungsanlage draufschlagen. Oh, jetzt ist natürlich das kaputt gegangen. Hm. Ja, ist egal, stirb einfach, Zwerg. Gibt Schlimmeres. Guck mal, der eine, das eine Vieh, Alter, wie die ganzen Zwerge weglaufen. Ja, meine Zwerge haben halt noch nicht so gute Rüstung an. Haben die überhaupt Rüstung an? Die haben, glaube ich, gar keine Rüstung. Lol, sterben die jetzt? Hier sterben die? Warum? Kein Kommentar.
Zwerge. Kommt mal her, ausruhen. Ausruhen, ausruhen, ausruhen. Achso, geht ja nicht. Ich will die ganze Zeit, dass die ausruhen. So. Ausruhen. So geht noch nicht. Jetzt geht's. Okay, ausruhen, ausruhen. Oh, warte mal. Halt, stopp. Steuern und Angriff. Was machst du denn hier? Komm her. Du hast extra eine schöne Waffe noch dazu. Guck mal, was haben wir denn jetzt hier Neues? Ein Auge. Ein Auge. Okay. Ich hoffe mal, dass die Tür nicht gleich kaputt geht. Guck mal, warum greift er hier nicht mit an? Hat er keinen Bock oder was? So, ausruhen. 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 Okay, jetzt müssen alle sich ausruhen. Nee, der eine irgendwie nicht. Ausruhen, habe ich gesagt. Dankeschön. Guck mal, er legt sich jetzt in dieses Luxusbett rein. Ob er denn auch schneller Leben regeneriert? Ich glaube wohl, ne? Ja, scheint so. Ja. Der generiert auch schneller Leben, denn. Okay. Also macht es schon irgendwo Sinn, sich ein besseres Bett hinzustellen. Ja, die Zwerge sind hungrig, ja. So, hab ich mal ein bisschen, diesmal nicht so ganz so viel, weil sonst kommen wieder die Ratten. Oh, bin ich froh, dass ich das überstanden habe. Ja, das kommt nur 1000 Mal irgendwie. Aber er hat hier noch nicht wieder dieses Vieh gespawnt, das ist ganz gut. Das heißt, ich glaube, ich habe es wohl überstanden. Das ist richtig gut. So. Wie das Vieh flattert. Oh Mann. Mal vorhin, wie das aussieht. Okay, auf jeden Fall ist dieser eine Typ wieder da. Dann können wir dem nämlich eine Spitzhacke geben. Haben wir jetzt mal schnell gemacht. Und ja. Fängt auch gleich wieder an zu arbeiten. Guck mal, wie schnell der hier runterläuft. Haben wir hier noch Mützen zu verteilen? Ich warte, wir einen haben. So, schreibt mal in die Kommentare, welche Mütze findet ihr am besten? Den einfachen Hut, die Kapuze, Kesselflickerhut oder Federhut? Also ich persönlich finde ja den Federhut sogar irgendwie am coolsten. Oh. Getötete. Oh, hier ist ja sogar eine Statistik drin. Das ist ja richtig cool. Ausgegrabene Blöcke. So. Okay. Hä? Wiederauferstehung? Moment mal. Wiederauferstehung. Wiederauferstehung, Wiederauferstehung. Wiederauferstehung, weil das ist nämlich neu. Sag ich mal so. Ich glaube nämlich nicht, dass es irgendwie, wenn ein Zwerg tot ist, dass man den wiederbeleben kann oder so. Also Bier ist klar. Das ist logisch. Aber Wiederauferstehung weiß ich jetzt nicht. Warum das jetzt Wiederauferstehung? Wiederauferstehung. Der ist vor allem, wie der aussieht, ne? Zurückgelegte Entfernung, okay. Guck mal, dann müssten wir eigentlich den ganz rechts mal nehmen. Der müsste ja am meisten haben. Ja. Ja. Naja. Ja. Genau, dann können wir hier noch mal ein bisschen Schwefel abbauen. Halt, stopp. Hinten zuerst und dann vorne.
Zuerst hinten, dann vorne. Wie dieses Vieh flattert, ne? Richtig komisch. So, er berechnet noch seine Route. Der kann auf jeden Fall hier mal oben angreifen. Dieses Vieh einfach mal killen. Oh, meine Zwerge brauchen auf jeden Fall ein paar bessere Waffen. Aber ich kann ja im Moment bloß diese komischen Holzknüppel bauen, ne? Die machen 15 Damage und wie viel macht das hier? Das macht 10 Damage, ja. Pff, kaum Unterschied. Antumatat! So. Sind die unten fleißig dabei, ja. Gut, dann machen wir da noch eine Fackel hin. Werkarbeiter ist immer gut, wenn man den auch erhöhen kann. Oh. Okay. Ich glaube, der wollte da hochklettern. Er hat aber gleichzeitig da gerade einen Block hingesetzt. Darum sah das gerade so ein bisschen komisch aus. So, weiter nach unten in den Untergrund. Bitte, danke. So. Nicht so. Gut. Hier ist Gold. Ja, so sieht Gold aus. Gold glänzt so ein bisschen noch. Okay. Dann haben wir jetzt Schwefel und Gold. Und Silber hatten wir auch schon irgendwo gefunden. Genau hier. Das ist Silber. Da bin ich mir aber wirklich zu 100% sicher. Ja, Silber jetzt haben wir gerade sogar gefunden. Wenn man vom Teufel spricht. Mensch. So, hier machen wir Erde hin. Achso, Kohle ersetzen. Erde. Kann man nämlich da eine Fackel einsetzen. Oder auch nicht, weil da erstmal noch was gebaut werden muss. Halt, stopp. Ich habe hier gerade was falsch gemacht. Das muss weg, das muss weg, das muss weg. Weil sonst hat man da ja nachher zwei dazwischen. Das will ich auch nicht. So, dann machen wir nämlich dort. 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 Und dort weg. Jo. So, dort machen wir noch einen Dings hin. Was macht der hier? Der hat keinen Bock mehr, oder was? Silberherz ersetzen, Silberherz ersetzen, Kohle ersetzen. So, meine Zwerge, los, arbeitet! So, die brauchen anscheinend wieder ein bisschen was zu futtern. Haben wir noch zwei, noch ein paar Sachen von. Jetzt kriege ich erstmal einen Schluck auf. Perfekt für die Aufnahme. Habe ich kein Holz? Okay, ich habe kein Holz. Das heißt, ich werde wieder auf eine Insel gehen und einfach mal ein bisschen Holz sammeln. So, dort, dort, dort. Dort kann mal angegriffen werden. Dort, dort, dort. Mit seinem Dolch dazu schlägt. Vor allem, warum macht eigentlich dieses Steinmesser oder Dolch so weniger Schaden als dieser Holzknüppel, den man herstellen kann? Ich finde irgendwie, der sieht ein bisschen ungefährlicher aus. Da würde ich lieber hier solche Handsäge nehmen als Waffe, denn Handsäge draufschlagen. Oh oh. Hä, warum fliegt es genau zum Zwerg? Okay. Ja, genau, als ob. Als obbi, obbi. Macht aber schon ganz schön viel Schaden. Aber ich glaube. Ja, jetzt greifen. Jetzt fighten die alle. Massenfight, Massenfight. Ja, ist egal, ihr schafft das. So, geht schlafen. Achso, geht schlafen. Das macht er schon automatisch. Okay.
Achso, das kann er auch angreifen, ja. Komm mal her, du Vieh. Komm mal her. Eigentlich wollte ich jetzt nicht anvisieren, aber er lässt sich nicht. Naja, dann braucht er eben nicht schlafen. So, schläft der eine jetzt nur? Oh, hier sind schon wieder Ratten. Ratten, 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 Ratten. Achso, ich habe jetzt gerade gedacht, hier dieses, dieser Erdklumpen. Hier ist eine Ratte. Das sah irgendwie so ein bisschen aus, als ob die so, von vorne zu sehen ist. So, jetzt greifen wir erstmal hier die ganzen Ratten an. So, hier bauen wir Portale. Einmal dort und einmal dort. Einmal dort, einmal dort und einmal dort. Und dort. Alter, jetzt sicher gerade erst hier diese fette Tür hier. Sieht ja richtig cool aus. Kann man die nicht einfach unter die Tür? Oh! Geil, jetzt haben wir 10 Zwerge. Ja, würde ich sagen, läuft bei uns, ne? Kriegt der. Oh! Er sieht ja aus. Wieder den Federhut, weil ich den am coolsten finde. Ah, greifen an die Viecher. Perfekt. So, hier unten wollten wir eigentlich noch mal ein bisschen weiterbauen, ne? Aber irgendwie ist da noch nicht so wirklich was passiert. Leitern, Leitern, Leitern. 5 Stück. Dankeschön. Dum, 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 dum. Dann müssen wir da eine Fackel, da eine Fackel, da eine Fackel. Da fackel ich nicht lang. So, Silbererz kann entfernt werden. Schwefel kann entfernt werden. So, 30 Sekunden haben wir hier oben nur noch. Machen wir nochmal da rein hin und dort. Halt, stopp. Los, lass mich. Da, danke schön. Wie die hier hüpfen, das müsste ich auch mal machen, solche Hüpfstrecke. Mehr ein Block. Ja, genau, und dann lasse ich die da mal so lang hüpfen. Ob die denn schneller sind, wenn die hüpfen? Ja, sieht irgendwie so ein bisschen so aus, ne? Ich glaube wohl, wenn die diese fetten Rucksäcke. Die nachher auf dem Rücken haben. Da sind die ja generell mal ein bisschen langsamer. Und wenn die dann die ganze Zeit immer springen, dann sind sie ja immer schneller. Also sind ja immer gleich schnell im Sprung. Ich glaube, das macht irgendwo auch Sinn. Wenn ich die denn, wenn ich das dann so mache. Dann mache ich solche Sprungstrecke. Oh Mann. Das kann ja was werden, ja. Ja, unser Haustier ist ja immer noch hier. Das schilt hier erstmal sein Leben. Aber sein Ei wurde immer noch nicht ausgebrütet. Entferne Münze. Okay, das ist... Münze. Entferne Münze? Wo ist denn dann bitte eine Münze? Das ist vielleicht ein Münzhaufen. Aber doch keine einzelne Münze. Das sieht auch eher, so eher aus wie so ein Schatz, so ein Ei oder so ein Goldei. So, dieses Vieh kann angegriffen werden. Hier ist noch eine Ratte, die kann auch noch angegriffen werden. Ja, wow. Kompletter Essen weg. Von diesen mistigen Ratten wieder alles aufgefuttert. Ich glaube, ich werde mir irgendwann noch eine Basis bauen, die hier dann in der Luft hängt irgendwie. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Allein von der Verteidigung her und ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Frag mich bloß, wie das denn ist, weil die Monster, die kommen ja von oben. So ein bisschen doof, dann mache ich wahrscheinlich hier das dann zu, dass sie dann hier runterlaufen müssen. Ja, das sieht gut aus. Und dann laufen sie nämlich hier runter, dann habe ich hier nämlich Freiraum für meine Basis. Dann müssen die nämlich hier runter springen und dann hier hoch irgendwie. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, warum liegt eine Leiter? Kohle ersetzen, Kohle ersetzen, Kohle ersetzen, Kohle ersetzen. Das sieht irgendwie ein bisschen... Achso, das ist von dem Höhlengang hier. Ich wollte schon sagen, hä, das sieht ein bisschen komisch aus, habe ich doch gar nicht lang gegraben. So, Stein kann ich immer gut gebrauchen. Generell Erze. Ich will Erze. Und diese ganzen Kristalle, Pilze oder generell, was das hier immer sein soll. Die hier wachsen, die kann man immer ganz gut abbauen. Die kann man auch immer gut gebrauchen. Guck mal, jetzt habe ich schon wieder die Hälfte geschafft von diesen, Monsterwellen, ne? Das ist... Oh.
Weil ich ja jetzt mal zwei habe, heißt das, dass in 10 Minuten wieder Monster kommen. Also in der nächsten Folge könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal gefasst machen, da kommt wieder eine neue Welle. Wahrscheinlich wird die auch ein bisschen doller, weil wir haben ja jetzt schon 10 Zwerge. Das hatten wir in der letzten Folge noch nicht. Und in der letzten Welle oder Folge, ja, in der letzten Folge hatten wir es ja noch nicht, hatten wir erst in dieser Folge gekriegt. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber im Moment passiert gerade nicht so viel, weil ich ja das abbaue unten. Ja, eigentlich kann ich ja hier mal so ein Portal zaubern setzen, ne? Ja, ich habe ja so viel Mana. Ja, dann sind die ein bisschen schneller unterwegs. Weiß ich, ich mag das immer nicht so ganz, so wenn ich immer die Portale zauber. Ich finde das immer so ein bisschen Verschwendung. Ich weiß auch nicht. Aber am Anfang hat man ja sowieso bloß Portalzauber. Denn nachher hat man ja auch Damage-Zauber und so. Muss ich aber erst freischalten. Das dauert noch ein bisschen. Wo kommt der Feuerball? Da kommt jetzt der Feuerball. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben ja erstmal gleich einen Gegner. Jetzt laufen alle dahin. Perfekt. Frag mich, wann ich dieses Mithril-Erz finde. Naja gut, ich muss noch ein ganzes Stück runtergraben, bis ich zum Grundgestein komme. Ah ne, in den anderen Maps, da hat man sonst immer hier kein Grundgestein, da hat man Lava. Denn ich weiß nicht, ob das jetzt auf dieser Map auch ist. Aber werden wir dann sehen. So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal überall Gold. Und werden dann hier angegriffen. Achso, hier oben. Ah, dann greift man an. Jetzt laufen die von hier unten nach da oben. Wow. Und der eine macht gar nichts. Geh schlafen. Du kannst schlafen gehen, nicht kämpfen. Greif die mal an. Wie gesagt, ich freue mich schon so, wenn wir Abwehrtürme haben oder irgendwie sowas. Das macht es dann nachher um einiges einfach, die ganze Geschichte. Wann kann man Ziegel machen? Das interessiert mich jetzt auch nochmal. Oder hier Steinmauern, Steinmauern. Oh ja, Steinmauern will ich auch machen. Ziegel. Guck mal, hier kann man schon so ein Ziegeldach machen. Dann kann man diese Ziegel machen. Warte mal, hier habe ich Ton. Mal Ton kann ich hier herstellen. Das ist auch cool, ne? Ach, da hinten kommt das erst, okay. Dauert noch eine Weile, denn. Ja. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich erstmal Holz machen oder irgendwie so. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das so löse. So, dann kann ich hier nochmal einen Portalzauber hinsetzen, damit die nochmal schneller runterkommen. Die Zwerge haben Hunger, ja, dann lege ich hier nochmal ein bisschen was zu futtern hin. So. Mensch, habe ich hier schon wieder keine Leitern? Hä? Achso, hä? Eben hatte ich doch null Leitern und da bin ich jetzt doof. Egal. Moment, jetzt habe ich gerade so ein Piepen auf meinem Ohr. Oh Mann. Das sah aber irgendwie ein bisschen komisch aus, wie dieses Vieh gerade runtergefallen ist. So, mal gucken, was haben wir denn hier für eine Höhle? Jetzt kommt hier nämlich schon so ein Gestein, was so ein bisschen schwerer noch abzubauen geht. Je tiefer man kommt, je schwerer sind die Sachen nämlich abzubauen. So, ich mag das hier mal, wenn man das hier alles ausleuchtet. Was ist denn das hier? Oh! Lol! Schon wieder so viele von diesen Spinnen. Okay. Ja, naja, gut. Da muss ich ja nicht unbedingt hingehen. Weitergraben, bitte. So, dort. Dort. Da. Was ist das denn hier? Wow.
Warte mal, ist das hier noch zu? Sag mir, dass das hier noch zu ist. Nee, es ist nicht mehr zu. Okay. Machen wir da mal so einen Block hin. Hä? Wo sind die hin? Hä? Sind die alle wieder runtergelaufen? Mal da. LOL. Hey, wie sieht das denn aus? Sieht da richtig geil aus. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Alter, Alter, was ist das denn hier für ein Dorf hier unten? Kann man die anwerben? Okay. Bitte da den Block hinsetzen, dankeschön. Gut, dann kommen die da jetzt erstmal nicht durch und wir auch nicht. So, geht's denn hier noch weiter? Auf jeden Fall ist das hier schon mal dieses Mithril-Erz, was so richtig wertvoll ist. Ah, guck mal, wie weit man hier runter porten kann. Oder das hier sind Kristalle. Das können blaue Kristalle sein, schwarze Kristalle, grüne Kristalle, rote Kristalle. Das waren die vier Kristallsorten, die es da gibt. Ja, lass mich da was hinsetzen. Dankeschön. Okay, hier ist wieder so ein Nichtsraum, okay. So ein Nichtsraum. So, was haben wir da? Nix. So, hier nochmal schön die Leitern setzen. Ich werde da, glaube ich, nochmal ein bisschen Abstand halten von diesen Viechern, weil die sind mir noch nicht so ganz so geheuer. Da werde ich dann nochmal ein bisschen warten zu. Alter, bauen die hier weiter? Warte mal. Hat er hier gerade ein bisschen wollte hier gerade was abbauen? Sah so ein bisschen aus. Ja, nein, halt, stopp. Auf gar keinen Fall. Alter. Wie die ihre eigene Basis gebaut haben. Hä? Können die... Guck mal, hier haben die auf jeden Fall diese Raupen eingesperrt. Das feiere ich so ein bisschen. Ich möchte auch die Raupen einsperren, dann kann ich das machen. Gehege, oder wie heißt das? Gerüst? Nee. Interessant. Naja, ich würde sagen, aber das werden wir erst nächste Folge dann erfahren. Was wir denn mit den Kreaturen da unten machen. Das sind ja, glaube ich, Goblins. Ich gucke nochmal kurz nach, wie die heißen. Kann man ja nicht so stehen lassen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Höhlenkobold. Höhlenkoboldkrieger. Okay, also Höhlenkobold und Höhlenkoboldkrieger sind das. Die werden wir uns dann mal nächste Folge genauer angucken. Gut, okay. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ein Moment. Geht gleich weiter, warte. Ich muss erstmal hier die ganzen... Na, obwohl, das mache ich nächste Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.